Ich habe Jesus Christus geheiratet. Ich bin die Braut des gekreuzigten Christus. Und ich kann Ihnen sagen, dass er manchmal sehr anspruchsvoll ist. Sie ist eine Heilige. Sie hat mit ihren bloßen Händen die Maden aus den Wunden der Kranken gezogen. Sie hat sie getragen, sie hat sie gewaschen. Sie hat auf alles verzichtet, nur um den Ärmsten der Armen zu dienen. Das ist das Bild, was wir von Mutter Teresa haben. Ich denke, zu Beginn hatte sie sehr gute Absichten mit einem sehr einfachen Angebot. Aber dann bauschte sie das Sterbeheim zum feinsten Krankenhaus der Welt auf. Ich würde es heute allenfalls ein Hospiz nennen. Die meisten kommen nicht aus medizinischen Berufen, aber die sind bereit, alles zu tun. Ja? Und die fühlen sich dann irgendwie auch als Krankenschwester und zum Teil als Arzt nach 2 Wochen. In den westlichen Augen gibt es nur eine gute Sache, nämlich dass Mutter Teresa und ihr Orden gelegentlich durch dieses Elend rudern und die Armen auflesen. Unglücklicherweise ist dies in den Köpfen der Weltöffentlichkeit ein fest verankertes, aber leider falsches Bild. Mutter Teresa wusste, was alle Christen wissen. Wir sind zur Heiligkeit aufgerufen. Und so gab es bei Mutter Teresa nur einen Gedanken. Ich muss eine Heilige sein. Es war ihr Wunsch und ihr Ehrgeiz, eine Heilige zu werden.